In 2015 haben wir zum Fratz Festival eine Premiere gemacht von Fliegen und Fallen, wo wir hier gerade sitzen. Und die Idee war, wie Tanz für sehr junge Zuschauer funktionieren kann. Und dann haben wir Florian Bilbao angesprochen und der hat dann das Konzept entwickelt für diese Tanzperformance. Der wichtigste Punkt für mich war, wie kann ich etwas kreieren, was nicht nur für die Kinder ist, sondern für alle ab 2. Glaube ich, das am wichtigsten ist für mich zu sagen, ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Arbeit für Erwachsene und Arbeit für Kinder. Die einzige Sache, dass ich kann sagen, dass wirklich vielleicht ein bisschen mehr sichtbar ist, dass das mit Kinder oder für ganz kleine Kinder, man kann mehr abstrakt sein mit Denken und mit Ideen und mit Sprache. Und es kam als Überraschung für mich. Erstmal habe ich mit der Komponist Moritz Gagan gearbeitet. Und meine erste Idee, mein erstes Bild war wirklich à la Buster Keaton, à la Stummfilm. Diese Art zu spielen gefällt mir erstmal sehr und ist genau, was ich denke, es notwendig ist für ganz klein. Das heißt, wie kann ich mit meinem Körper ohne Sprache etwas erzählen? Ich will etwas wie eine Riesenwolke. Ich sehe mich in einer Riesenwolke, wo Fallen tut nicht weh, es ist risikofrei, man fühlt sich wohl. Und dadurch sehe ich auch jetzt durch diese fast 40 Vorstellungen, dass das Fallen ist wirklich etwas, was die Kinder anspricht. Weil eigentlich jedes Mal in das Stück, und ich weiß nicht wie viel, wie oft wir fallen, aber sehr oft, jedes Mal reagieren. Und das ist wirklich die fühlen das, was wir gerade machen, machen die auch. Und die kennen dieses Gefühl und diese Bewegung. Und was ich auch entdeckt habe dadurch, ist, dass auch die Erwachsenen, die in diesem Zuschauerraum mit hauptsächlich Kinder sitzen, dann haben auch die Chance, anders drauf zu schauen. Einfach immer zurück zu deinem Kinderauge zu schauen und nicht mehr so viel von warum und wie und was ist das, einfach gucken. Diese Idee, dass wir am Ende die Kinder auf der Bühne bringen, war auch eine meiner Grundideen. Wie können wir das schaffen? Das ist nicht erster Teil Tanz oder Vorstellung und zweiter Teil Workshop. Willkommen Kinder. Wie geht das? Eigentlich das Ende des Stückes ist, die Kinder sind auf der Matratze. Und am Ende des Stückes, wenn es Schluss ist, das Publikum wird nicht nur Raphael und ich applaudieren, sondern die ganzen Kinder, die auch da sind. Und dieser Sinn von Empathie, dass wir am Ende alle im Raum haben, ist was wirklich, wirklich selten. Wir öffnen die Welt des Theaters für die Kinder. Ich will einfach diesen Spaß, dass sie diese Dimension, diese andere Dimension, wo alles möglich ist, wo wir da hier fallen und fliegen und wo der Raum anders ist, dass es ein bisschen zwischen Traum und Realität, dass diese Dimension einfach die Kinder willkommen sagt. Es ist dieser erste Schritt in einen Theatersaal und hauptsächlich sollten wir schaffen, dass wenn wir rausgehen, denken wir, ja, Theater oder Tanz ist cool, es ist für mich.